schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ja, Freunde, ich bin heute mal wieder sehr gut gelaunt und ich hoffe natürlich ihr da draußen auch. Und wisst ihr, wie ihr mich noch besser gelaunt machen könnt, wenn ihr mich hier auf YouTube schon abonniert habt? Habt ihr schon? Falls nicht, lasst gerne ein Abo da, denn ich komme jeden Tag. Denn ich lade jeden Tag ein Video hoch um 14 Uhr. Also, es lohnt sich. Und folgt mir gerne auch auf Insta, falls ihr es noch nicht gemacht habt, liebe Freunde. Wir haben uns heute hier versammelt aus einem guten Grund. Und zwar hat Elisa Aline, weil für alle, die nicht wissen, wer Elisa Aline ist, ich zeige euch das mal kurz anhand Pantomime. Wisst ihr es jetzt? Okay, alles klar. Elisa Aline, die Hüpfende, auf TikTok, hat ein Wer würde eher hochgeladen mit Nicole und... Ich sehe es gerade nur ganz klein, aber es ist eine blonde Mädchen. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie eine Influencerin ist, liebe Freunde. Es hat gerade mein Handy vibriert und ich mag das nicht, wenn mein Handy in der Hosentasche vibriert. Auf jeden Fall haben die zusammen Wer würde eher gedreht und die haben das auf YouTube hochgeladen, ja? YouTube. Elisa Aline ist jetzt auch noch auf der Plattform YouTube vertreten. Nicht schlecht. Sie wagt sich halt in mein Gebiet. Wisst ihr was, Schweine? Kann auch gefährlich werden. Liebe Freunde, ihr kennt die Checkliste. Macht euch gemütlich, lehnt euch zurück und... holt euch was zu snacken. Dann können wir direkt loslegen. Ich würde sagen... Let's go! Elisa Aline, bist du ready oder was? Ja, bin ich. Okay, dann drück ich jetzt auf Play. Alles klar, Zettel Talk. Was geht, Leute? Ich habe jetzt auch endlich mal YouTube und wir haben heute sowas vorbei. Sie hat YouTube. Wer würde eher, ja, so Extreme-Challenge mit den Gönnerinnen aus Deutschland. Mit den Gönnerinnen aus Deutschland. Die Linke, ich weiß tatsächlich nicht, wer das ist und es steht auch nicht im Titel oder so, deshalb habe ich leider gerade keinen Plan und kann euch das nicht sagen. Die macht aber auf mich den Eindruck, als würde es ihr gerade ganz unwohl gehen. Ganz unwohl, ihr wisst, was ich meine, ne? So dieser Gesichtsausdruck ist so, Die drei Gönnerinnen, okay, let's go. Ich glaube, jeder von euch kennt die Challenge, oder? Wir müssen einfach aus dieser Schale rausziehen. Dann zeigen wir hier so die Anfangsbuchstaben. E für Elisa, das bin ich. A für Antonia, das ist diese da. Yes. Antonia? N für Nicole, das ist ja hier Elisa, ne? Okay, Antonia kenne ich persönlich nicht. Macht sie vom Content her das gleiche wie Nicole und Elisa oder was? Dann holler die Waldfee. Ich hoffe mal, Antonia hat sich für einen anderen Weg entschieden. Falls das nicht so ist. Ich liebe Tee. Es gibt nichts Schöneres als einen schönen warmen Tee. Liebe Freunde, so ist die Welt doch schon viel besser. Hä? Okay, ja, ich kenne ihren Content nicht. Sagt ja schon alles. Also, wer wird eher ungeschminkt in die Stadt gehen? Kann sich für eine Person entscheiden? Ja, warte, ich will noch nicht so weit. Hä? Ungeschminkt? Ich sag Nicole. Die schminkt sich doch eh nicht, oder? Ich hab voll das unreine Gesicht, ich schminke. Was ist das? Geht? Oh, kommt doch mal. Ich hab auch voll komplex angeschminkt. Aber, echt, ich dachte, du schminkst dich nie. Nein, ich schwimme mich immer. Sorry. Ja, okay, dann doch. Ey, ein Körperteil. Ey, das ist so krass. Die sind so... Das ist gerade schon so eine Chaos-Truppe, die drei, ne? Wisst ihr, was ich meine? Man guckt die so an. Ihr müsst sie einfach mal beobachten. Ein bisschen einfach in denen ihre Gesichter schauen. Verkleinern lassen. Wer will einen Körperteil verkleinern lassen? Ja, ich glaube... Aber was... Ja, verkleinern? Ja, weil... Du willst deine Nase. Meine Nase. Ich verkleinere. Was denkst du, was ich mir verkleinere? Du hast es nicht mal gesagt, dass du mich verkleinerst. Nein. Verkleinerst? Nein. Meine Mama hat das mal gemacht. Meine Mama. Ach, ja? Das, ja. Ich stell dir vor, Elisa ohne Hupen. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Wer würde eher seinen Körper für 1 Million Euro verkaufen? Aber was genau ist das jetzt so? Ey, wie die lachen immer so im Hintergrund. Wer würde eher seinen Körper für 1 Million Euro verkaufen? Das ist die ganze Zeit, die Elisa auch. Wenn die einen Satz sagt, dann macht die danach ein... Und die Antonia fühlt sich nicht wohl. Ich habe das gerade jetzt ein bisschen analysiert. Die fühlt sich nicht wohl da. Die gehört da nicht hin. Man merkt ihr das an. Man sieht ihr das an. Sie ist nicht ganz angekommen. So mit so mäßig so... Ihr wisst schon? Oder... Ich habe keine Ahnung. Oder so ist sklavenmäßig verkaufen. Gehen wir mal von außen ganz normal verkaufen. Ganz normal verkaufen? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube... Schau mal. So. Also, ich brauche schon Geld. Also falls jemand mir 1 Million bieten, so meldet euch. Wer würde eher
Ich glaube, die sind am Sinn des Lebens vorbeigerutscht. Ja, gut. Ein Porno drehen. Okay, warte. Ja, also ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, was ihr wisst Bescheid. Auf mich zu kommen. Ihr wisst auch, in welchen Trends ich zu sehen war. Das sagt schon alles aus. Würdest du machen? Nee, ich kann da nicht viel dazu sagen, gerade außer... Ihr wisst Bescheid, Leute, ihr wisst Bescheid! Krass, Alter, dass man so jung einfach schon... Okay, egal. Ja, ich weiß nicht, ich kann das bei mir nicht einschätzen. Ob ich sowas hochladen würde, keine Ahnung, aber machen safe. Also nicht hochladen. Aber ich find's cool. Okay, okay, betrügen. Betrügen. Aber dann ich weiß schon mal gemacht habe, leider. Also guck mal, ich habe es einmal gemacht, aber direkt am nächsten Tag gesagt. Und da war ich, ich wusste, dass sie vorbei sein wird, weißt du? Ich wusste es auch währenddessen. Okay. Ja. Oh, was sind das für das ist. Das, was sind das für Frauen, Alter? Hallo? Betrügen, Schmutzfilmchen drehen, alles schön und gut. Okay. Okay, okay. Ich weiß Bescheid, wo ich hier gelandet bin. Ich habe alles gut. Eigentlich mehr so in der Beziehung so glücklich. Aber war es bei dir so anders? Nee, ich hab's nicht gesagt. Ja, okay, dann ist bei dir. Das war Antonia. Kindern auf der Straße was zu Weihnachten schenken. Aber also, sie ist normal dran, wie wir zusammen, oder? Boah, ja, ich glaube, Antonia ist so ein richtig nett. Wobei, ich würde das nicht, aber ich weiß nicht. Ja, Antonia. Ich würde es auch machen, aber ich glaube, soll ich das auch noch nicht, Leute? Bei Gott, ich hab voll Bock. Irgendwie so Weihnachtskinder kaufen dann auf TikTok und dann nicht. Ja, mach mal echt. Verbreiten. Verbreiten? Verbreiten. Also eigentlich ja, wir alle. Also an sich. Also mir ist gerade ein bisschen ungemütlich hier in meinem eigenen Zimmer. Ich fühle, es sind gerade Vibes da, die mir gerade nicht so hier reinpassen, liebe Freunde. Ganz davon abgesehen, dass Nicole Elisa die ganze Zeit hinterher spricht. Wenn Elisa was sagt, sagt Nicole das in der gleichen Sekunde kurz danach auch. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ich respektiere dich, okay? Ich respektiere. Hallo? Wenn er mir hilft. Also Hannah, ich habe ein paar Probleme. Also, im Unterricht twerken. Im Unterricht twerken. Ich mag TikTok halt. Okay, also die Linke, die Antonia, ist auf jeden Fall auch Influencerin, so wie es sich hier gerade anhört. Am meisten eigentlich. Ich auch. Ich liebe es am meisten. Aber eigentlich wir alle nicht. Eigentlich alle nicht. Sich ein Tattoo stechen lassen. Ich habe schon eins. Ich glaube auch Antonia irgendwie. Super. Ja, also ich finde Tattoos auch voll nice, aber ich kann mich die ganze Zeit nicht entscheiden, ob ich mich stechen will. Ja, ich wäre so voll unsicher bei Tattoos. Ja, ja, same. Ich eher nicht so. Ich kenne tatsächlich ihren Content nicht. Aber das macht schon sympathisch, dass sie sich selbst wählt und die anderen sie auch. Das heißt, sie kann nicht so schlimm unterwegs sein wie die anderen beiden. Was heißt schlimm? Es ist Ansichtssache, wie gesagt. Letztes Mal, wo ich meine Meinung dazu gesagt habe, habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen mäßig. Hey, Cedric, nicht böse gemeint, aber du darfst nicht so darüber reden.
weil das ist legal, man darf das, man darf seinen Körper verkaufen und bla bla bla. Und ich meinte halt, ich finde es nicht cool, weil das halt diese Vorbildsfunktion von denen anders verletzt, auf so eine andere Art und Weise. Und weil ich davon ausgehe, dass Kids und Mädels das sehen, dass das, was die machen, ihren Kumpels gefällt, den kleinen 11, 12, 13, 14-Jährigen. Und die sehen, boah, das gefällt denen, was die machen. Ich muss auch so machen. Und deshalb habe ich gesagt, ich fühle das einfach nicht. Ich fühle das Ganze nicht. Dieses Video zeigt auch nochmal so ein bisschen eine andere Seite von denen. Auch dieses Stolze. So, jeder kann ja machen, was er will, keine Frage. Aber dieses so krass stolz darauf sein, dass sie tatsächlich etwas nicht wegen ihrem Charakter oder ähnlichem erreichen. Ich meine, Models erreichen Dinge ja wegen ihrem guten Aussehen, ne? Sie erreichen etwas lediglich aufgrund ihres Körpers, den sie halbnackt bis komplett nackt präsentieren. Und ich, also, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, I don't know. Ich würde mich einfach nicht so wohl fühlen, wenn ich das wäre. Ich könnte, glaube ich, abends einfach nicht einschlafen mit gutem Gewissen. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, soll jeder machen, was er will. Und ich möchte da auch niemanden angreifen oder verletzen oder wie auch immer. Klar, gibt es extra Berufe für sowas. Aber es ist einfach nicht mein Vibe. So, es passt nicht in mein Lebenskonstrukt. Nein, ja. Echt mein Ding, so. Da kann man nicht sagen, das ist ehrlich mein Ding. Was wird eine Frau anfangen? Also jetzt nicht beziehungsmäßig, sondern so einmalig. Okay. Ja? Ich würde es machen. Ich weiß nicht. Ja, gut, ich würde es auch machen. Also eigentlich dann wir alle. Ja, let's go. Wir müssen alle was machen. Wir müssen alle was machen. Okay, okay. Das war mein Video. Ja, aber du musst auch sagen, dass du aktiver werden willst auf YouTube, dass ich abonniert habe. Ach so, okay, gut, okay, ja, gut. Guys, ich will jetzt ehrlich hier auf YouTube posten. Also ich versuche so jede Woche. Also ich versuche wirklich, wenn ihr Ideen habt, schreibt das mal, schreibt das mir oder schreibt es hier in die Kommentare. Abonniert mir, hilft mir. Danke fürs Anschauen vom Video. Ist und, so. Like da lassen oder das auf Wiedersehen und tschüss. 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 Die Antonia war mir sympathisch. Die anderen zwei sind mir immer noch nicht sympathisch. Okay, hat auch niemand dann gerade danach gefragt. Aber ich sehe sie nicht auf YouTube. Das, was wir gerade geguckt haben, ist rein theoretisch kein Content für YouTube. Also rein aus Theorie ist das für YouTube schon ein Video, was ab 18 geschaltet werden müsste. Rein theoretisch. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil sonst wird mein eigenes Video hier noch auf 18 geschaltet. weil ich drauf reagiert habe. Aber ihr wisst, was ich meine. Alles schön und gut. Fassen wir das so zusammen, dass alles schön und gut ist, liebe Freunde. Das Video war super unterhaltend. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke und schaut auf Instagram vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn der Support am Start ist von euch, liebe Freunde. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Denn jeden Tag 14 Uhr kommt ein neues Video auf diesem Kanal. Haut rein, liebe Freunde. Ciao. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.